Welches Datum? 30. Januar 1945. Position? 12 Seemeilen nördlich von Stolpmünde. Windstärke? 5 bis 6. Leichtes Schneetreiben herrschte bis 21 Uhr. Seitdem aufklarend. Lufttemperatur? 18 Grad unter Null. Die Schiffbrüchigen erfrieren schnell. Der Name des Schiffes? Wilhelm Gustloff, von Gotenhafen kommend. 26.000 Bruttoregistertonnen. Vom Stapel gelaufen im Frühjahr 1938. Arbeiter der Stirn und der Faust werden auf dir fahren unter dem Motto Kraft durch Freude. Im Namen unseres Führers Adolf Hitler wünsche ich dir glückhafte Fahrt. Immer da. Bitte, Gnädige Frau. Ich taufe dich auf den Namen Wilhelm Gustloff. Nachher ist die Wahl der schönsten Frau an Bord. So. Ja. Und wen könnte man wohl anders wählen als Sie? Ich bin sicher, dass Sie das auf jeder Fahrt einer anderen Frau sagen. Nein, 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 im Ernst. Sie sehen bezaubernd aus. Danke. Viel Spaß. Danke. Na, so ganz aufrichtig klang das aber nicht. Na du? Mir auch sowas, ne? Na, du machst aber nicht gerade ein Kraft durch Freude Gesicht. Das ist doch hier mehr Krampf als alles andere. Bitte, Herr Doktor. Dankeschön. Sagt ja, dieses Schiff, das ist das reinste Freudenhaus. Na, du lass mal die Kirche im Dorf. Und mach nicht gleich aus jedem kleinen Flirt einer Maria ein Mordsdrama. Lass sie ruhig mal mit dem schmucken Seemann tanzen. Mal tanzen. Seit Tagen scharwenzelt dieser schmucke Seemann um sie herum. Na, jetzt langt mir's aber. Du, also, das muss ich aber wirklich bitten, Maria. Komm, gegenüber nicht zu vermitteln oder mein menschliches Verständnis zu wecken. Damit kannst du mir unter der Mitternachtssonne begegnen. Ahoi. Ahoi. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt des heutigen Abends, zur Wahl der schönsten Frau an Bord. Die den Ehrentanz mit unserem verehrten Herrn Kapitän Bertram tanzen wird. Bravo! Wir werden unsere Damen jetzt mit Nummern versehen und wir Männer schreiten so dann zur Wahl geheim, meine Herren. Eine geheime Wahl, ein richtiger, wichtiger Volksentscheid. Bravo, bitte! Mit zwei Stimmen kannst du bestimmt rechnen, Maria. So, wessen denn? Meine und die von Herrn Schott, stimmt's? Ja, stimmt. Das ist nett von euch, aber ich rechne bestimmt auf eine dritte, die von Kurt. Ja, da wäre ich nicht so sicher, jedenfalls im Moment nicht. Wieso? Was heißt das? Mal fragen lieber selber. Wo ist er denn? Irgendwo in der Nähe. Im Moment war er noch hier. Ah, Entschuldigung. Das haben Sie ja großartig hingekriegt, Herr Dr. Beck. Gratuliere. Danke. Und um ganz deutlich zu werden, streichen Sie die Segel. Mischen Sie sich da nicht rein. Sind Sie sicher, dass Sie das was angeht? Ja, ganz sicher. Dann sehen Sie, erstens machen wir drei die Fahrt gemeinsam, wie wir auch in Berlin zusammenarbeiten, am Sender, wenn Sie es genau wissen wollen. Zweitens sind wir gute Freunde und drittens, unter uns gesagt, ich liebe Sie auch. Genügt Ihnen das? Na? Oh, ja, was ist denn? Tu doch nicht so. Du weißt genau, weshalb ich herausgekommen bin. Sag mal, passt dir irgendetwas nicht gut? Oh, was soll mir denn nicht passen? Von mir aus kannst du tanzen, mit wem du willst und so viel du willst. Das beruhigt mich aber sehr. Momentan geht es mir um den Ehrentanz mit dem Kapitän. Und du bist nicht mal da, um deine Stimme für mich abzugeben. Ja, das ist ja wohl auch nicht nötig. Du hast so viele Verehrer an Bord. Sag mal, was bilden sich diese Schnösel eigentlich ein? Schnösel? Das sind lustige, flotte Tänzer, die braucht man auf einem Fest. Du siehst, das wird Zeit, dass du tanzen lernst. Der Ehrentanz hat begonnen. Du brauchst mich nicht mehr zu wählen. Hab ich doch schon.